Ja. Viele denken sich jetzt, was? RIP? Transportfieber? Bei mir? Ja. Was soll ich jetzt dazu groß sagen? Ich bin gerade extremst niedergeschlagen. Ich nehme das jetzt hier auf. Sonntagmorgen, 11:30. Ich habe mir vor 2 Wochen neue Festplatten gekauft, weil die Steam-Festplatte voll ist. Und wer es ja schon öfters gehört hat, ich habe ja 2-mal Steam installiert. Das heißt, ich wollte das eine Steam, wollte ich auf die eine Festplatte, das andere Steam auf die andere Festplatte. War dann gerade irgendwie am rüberkopieren und habe über ein Programm meine Partitionen auf den Festplatten erstellt und da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich kann mir nicht erklären, warum, weil ich habe an der Steam-Festplatte nichts gemacht. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die Steam-Festplatte ist leer. Komplett leer. Das heißt, 2600 Stunden, was wir in Ruhe gebaut haben, was wir an Köln gebaut haben, was wir an sonstigen Maps gebaut haben, ist weg. Ja, eigentlich gibt's da nicht mehr viel groß zu sagen. Gestern der 24 Stunden Plus Stream, super, und heute sowas. Ich werde mich auf jeden Fall in Verbindung mit dem Programmhersteller setzen, ob die mir weiterhelfen können, ob man das irgendwie zurücksetzen kann, was ich bei einer SSD aber schwer vermute. Ja, RIP, Transportfieber. Und damit natürlich auch erstmal eine Kanalpause. Denn ich muss mich selber erstmal finden. Ich weiß nicht, also bislang weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Auch mit den 2 Projekten, das ist, ist fast schon wie ein Messerstich jetzt. Ja. Das heißt, es gibt jetzt eine gezwungene Pause. Ob ich mich für Transportfieber wieder interessiere, ob es da irgendwie weitergehen soll, kann ich aus der jetzigen Sicht nicht sagen. Alles weitere werdet ihr über Beiträge oder über weitere Videos erfahren. Ich muss mich jetzt selber erstmal fassen. Der ganze Papierkrusch, was ich jetzt hier gemacht habe, die letzten Monate, Jahre, das kann ich eigentlich alles wegschmeißen. Das sei völlig für die Katze. Die ganze Arbeit, wie gesagt, 2600 Stunden allein für Transportfieber. Und was ich ja nebenher mache, so Linienpläne mal, das interessiert ja auch keinen. Aber es war ja, weiß nicht, es war irgendwie ein dummer Fehler von mir. Ich habe nicht genau hingeschaut. Vielleicht war die Festplatte noch aktiviert, obwohl ich auf eine andere geklickt habe. Und dann hat's formatiert. Oder besser gesagt nicht formatiert, es hat die Partition gelöscht und wenn man die Partition löscht, sind alle Daten weg. Ich habe versucht, gerade eben schon die Partition wiederherzustellen, hat ohne Erfolg geklappt. Deshalb werde ich mich jetzt auf jeden Fall in Verbindung setzen mit der Firma. Falls es positive Nachrichten gibt, dann wird er das auf jeden Fall erfahren. Ansonsten muss ich leider sagen, RIP Transportfieber und erstmal RIP Kanal. Das heißt, es werden auch in Zukunft keine Livestreams stattfinden. Es tut mir furchtbar leid, ich mache so gerne Livestreams mit euch und gerade in letzter Zeit, wo die Zuschauerzahl wirklich cool ist, muss man sagen. Also 30 Zuschauer ist jetzt nicht was Alltägliches und auch in so einem Nischenspiel überhaupt nicht. Also ja, mehr gibt's jetzt von mir eigentlich nicht zu sagen. Ich wünsche euch trotzdem einen guten Tag und wir sehen uns
bei der Kanalwiedereröffnung, sag ich mal. Bis dann.